Okay. Der erste Teil ist das doch besser angekommen als gedacht bei euch so. Und ja, also ja. Ich mache jetzt den zweiten Teil, so dass ich danach sagen kann, ich habe es überlebt. Denn dann habe ich es hinter mir. Mir hat noch jemand gesagt, es gibt diesen Hotkey. Ich kann die Viber bouncen lassen. Und oben rechts ist ab und zu eine. Also jetzt ist mal Lunchtime. Kann auch streicheln. Okay, ja. Wie sie reagiert, wenn wir sie streicheln. Das ist viel gestrichen. Okay. Ich muss mal eben das Fenster ein bisschen nach links schieben, das stört mich nämlich gerade. So, ein bisschen. Ich krieg immer ein Achievement für jedes Mal, dass ich. Okay. Ja, gut. I'll have Nabeyaki Udon then. Yukuan, please. Okay, sozusagen irgendein eine Speise, die auch kommt. Barbecue Aal auf Reis, also gegrillte Aal. Es gibt nur mehr Achievements, wenn ich die streiche. Deswegen mache ich das. Oh, die dicke Möpse, guck mal. Die wackeln sogar. Da wackeln auch die Möpse, wenn man die in den Schritt fasst. Okay. Jetzt essen sie tatsächlich was Normales und kein Katzenfutter? Jetzt wird das auch interessant. Wow! Wie lange sie gehüpft hat. Wow. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle haben. Also Soba-Nudeln sind ziemlich geil, aber kalt, ich weiß nicht. Coconuts sind wirklich gut.
Haben wir den schon gestreichelt? Haben wir alle schon gestreichelt? Okay. Also die Möpse sind sogar relativ total getreu hier, ne? Muss man mal sagen. Mit Licht und Schatten und so. Ich hab das ja erst gelesen. Going out. Bin gespannt. Wir sind jetzt draußen in der Stadt mit unseren Katzenweibern. Haben wir das schon gestreichelt? Aber wenn der Meister euch jetzt länger nicht rausgenommen hat zum Rausgehen, dann frage ich mich, wie er euch sonst so hält. Denn was habt ihr für komische Auffassungen davon, dass Katzen Gassi geführt werden müssen? Wisst ihr, eine Katze, die wird rausgeworfen, dann läuft die durch die Gegend, kommt vielleicht am gleichen Tag wieder, vielleicht 5 Minuten später wieder, vielleicht eine Woche später wieder, vielleicht am nächsten Tag wieder, vielleicht auch gar nicht wieder, weil die verdammt nochmal platt gefahren wurde, was ich euch auch mal wünschen, nein, nicht wünschen würde, aber was vielleicht nicht so, ich weiß nicht, also, man muss auf jeden Fall nicht mit einer Katze Gassi gehen. Haben wir die schon gestreichelt? Ich glaube, wir haben mittlerweile alle gestreichelt. Das macht schon echt betroffen. Ich würde auch gerne groß auf was sagen und so, aber ich verstehe die Story auch nicht. Und das liegt nicht daran, dass mein Englisch jetzt so schlecht ist. Es liegt daran, dass erstens das total wirr und abstrus ist. Zweitens ist es angedeutet ziemlich pervers, obwohl es nicht mal zwangsläufig angedeutet ist, sondern sogar ziemlich direkt und aber dann doch nicht so genau und dann gab es keine Einführung in die Story, wenn wir sie so nennen wollen.
Also, ich möchte mal einen Vergleich geben. So, es wird wahrscheinlich, nein, wird es wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich unter euch niemanden geben, da Hitlers Mein Kampf gelesen hat. Ja, Hitlers Mein Kampf ist ja, auch wenn das viele Leute immer denken, nicht verboten in Deutschland. Es wird nur nicht vertrieben, weil der Verlag, also ein bayerischer Staatsverlag, die Rechte daran hält und die Rechte erst ab nächstem Jahr ablaufen und dann wird es wieder vertrieben. Auf jeden Fall Hitlers Mein Kampf. Wir haben mal in der Schule damals darüber gesprochen und ich habe mir ein E-Book besorgt, weil meine Lehrerin meinte, dass das Buch halt auch, also es war Geschichtsunterricht, echt total wirr und abstrus ist und das auch gar nicht gut geschrieben oder so. Und jetzt auch abseits dessen, dass da eigentlich nur Schrott drin steht, man die Gedankengänge nicht fassen konnte, ja. Und wie gesagt, das ist alles wirr und abstrus. Und ich habe nicht das ganze Buch gelesen, ich habe nur so mal ein bisschen drinne geschmökert, um es mal so zu sagen. Und ey, das hier ist abstrusitätsweise nicht inhaltlich unbedingt, nicht mal unbedingt inhaltlich. Ja? Obwohl doch auch inhaltlich mindestens genauso abstrus, wenn nicht sogar abstruser. Klar, nicht verwerflicher, auf einer anderen moralischen Art und Weise. Aber, also auf einer gewissen moralischen Art und Weise ist das hier nicht verwerflicher als Hitlers Mein Kampf natürlich. Aber was nichts daran ändert, dass es auch super verwerflich ist. Ich meine, ich habe ja schon im letzten Teil angedeutet, das sind dann irgendwelche Katzen, die denken, Mädchen, die denken, sie seien Katzen und sich von einem Meister herumkommandieren lassen und eine kleine Schwester, die ihren Bruder auch so nennt und ihn eigentlich total geil findet und hinterher eifert und seinen Geruch liebt und wow. Nun gut. Lassen wir das. Es ist auf jeden Fall sau abstrus und ich komme hinter dieser Story nicht her. Wenn ihr es tut, bitte sagt mir, bitte gebt mir eine Zusammenfassung. Was macht diese Story? Also, ich kann euch eins sagen, was sie macht. Sie treibt mich zur Weißglut und sie bringt mich zur Verzweiflung. Weiter geht's. この時間はケーキセットがおすすめだから人数分でいいわね。ああ、めいちゃんは本当におしゃれなお店いっぱい知ってるね。そうだね。すごく静かで雰囲気のいいお店だね。さすが私の猫です。ものを見る目がありますね。ラテアート、ラテアートサービスがあるよ、バニラ。ラテアート見たことない。そう言うと思って注文しておいたわよ。と、そんなこと言ってる間に来たわね。ほら、どうぞ。This is a masterpiece. No, it was a masterpiece. かわいい末っ子たちだからね。たまにはサービスよ。As your elder cat girl, I've got to treat you to youngins sometimes. Oh, wow. そのメープル、その僕もその大丈夫よ。ココナッツも食いつくだろうと思って頼んであるから。ほら、届いたわよ。はあ、僕だ、僕がいる。メープル優しい、ありがとう、嬉しい。そんなにはしゃいじゃって。ココナッツもまだまだ子供ね。タカビーのアメリカンカールにもいいとこあんじゃねえか。あら、Eine ist Amerikanerin, okay. 優しいですよ。私もメイちゃんが優しいの知ってるけどね。何よ、そんな、こんなことくらいで。まあ、ラテアートもいいけど、せっかくのコーヒーなんだから、冷めないうちに飲まないとダメよ。ここはコーヒーも美味しいんだから、ちゃんと味わってね。はーい、いただきます。ジュース。
Okay. Four PM preparing for dinner. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle gestreichelt. Hey, das Office von der Links, ne? Das macht mich so fertig. Das ist schon die Amerikanerin, oder? Die hier? Also es gibt wirklich eine Unterscheidung. Kopf, Möpse, Mumu. Schlagen kann ich sie leider nicht. Das macht so betroffen. Oh, wie die hier hüpfen, ne? Hier, rechts. Wow. Die Sailor Moon Katze, also die. Ernsthaft? Warum macht die Curry geil? Ich meine... それはココナッツがブラックホールだからレロレロレロレロレロじゃあ今晩はみんなでカレーを作りましょうか食材を買って帰って賛成じゃあ晩ご飯はショコラが作りますショコラが作るって 本当に料理スキルなんてあったっけ？壊滅的というか、むしろ台所に立ってる記憶がないような。 Okay, die ist hier einfach von links nach rechts, ne? Mit einer Hand einmal komplett durchslappen. Oder von rechts nach links, ich bin Rechtshänder. Einfach so in einer Reihe. Tak, 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 tak. Dann werden die vielleicht wieder vernünftig und merken, dass das Menschen sind. Wenn man zoomt. Also Backlog. Oh. Wenn ihr da schon so schön steht, könnt ihr auch gleichzeitig hüpfen. Sünde, die im Blauen ist die einzige, bei der man nur angedeutet sieht, dass die Maps so wackeln. Biederes Stück. Wendler.
Let's make it all together, okay? So, this is so good. 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 So, this is so good.なんで？なんでみんな？ショコラ、今度漢字一緒に勉強しようね。午後5時、晩ご飯。5pm making curry. カレー製作編編。このジャガイモ全然皮がむけねえじゃねえか。この包茎が。あずちゃん、そんなに乱暴に剥いちゃダメだよ。vielleicht merkt ihr es, ich bin still geworden, weil mir fehlen halt einfach auch die Worte. Weil das ist irgendwie, also wenn es nicht so verstörend wäre.Dann wäre das ungefähr das langweiligste auf der Welt. Und dadurch, dass es verstörend ist, ist es nur eines der langweiligsten Dinge auf der Welt. Ja. Jagaimo war, ne? So, jette. Kschakscha nicht der Alumihoil, de. Yasasch, kusreba. Das ist doch eindeutig, ne?Ich glaub, muss ich es erklären? Oh Gott. Wo sind die Japaner so wie sie sind?シナモン、それ食べ物だからそういうのやめてくれる？本当にもう、シナモンはいつもそんなことばっかり言うんだから。何何？どういうこと？何がどうしたの？そこらにはまだ早かったね。よしよし。こっちで私と一緒に人参の皮でも剥こう。これ玉ねぎすごい染みて、前が見えない。ああしぐれ様、そんなに手を玉ねぎ汁まみれにされて。そんなの言ってくだされば私がやりますから、洗面所に目と手を洗いに行きましょう。さあ手をこちらに。ごめんなさいね、ココナッツ。じゃあお言葉に甘えて手を。いやー、玉ねぎが、玉ねぎ汁が直接目に染みる。うわー、ゴロゴロゴロゴロ、にゃーん、にゃにゃにゃにゃ。Ja, schon hat sie sich beruhigt. Hey. Mal ihre Atmung ganz ruhig. Deswegen ist es an den Brüsten hier auch so dargestellt, dass es halt, ne, dass sie ihre ruhige Atmung hat. Deswegen wird das so dargestellt. ショコラはマイペースね。そんなショコラ、
愛してる。まあ、とっとと私たちで作っちゃおっか。じゃないとまともなものできそうにないし。御意に、私めにお任せあれ。Wow. Masakashu comes over. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch, diesen Abschnitt, weil dann ist ungefähr wieder eine halbe Stunde gespielt. Ich dachte, ich wäre dann fertig, aber wahrscheinlich bin ich es dann trotzdem nicht. Es sei denn, der Plot endet jetzt damit, dass Masakashu kommt und einfach alle einmal richtig wegkockt. Wow, das wäre ein Ende. ほとんど私とバニラだけどね。ポジション的に仕方ない。まともなご飯が食べれそうでよかった。この玄関の開く音、ご主人様にゃ、ご主人様のお帰りにゃ。ココちゃん、ちょっとお出迎えに行ってくるから、カレーの見張り番お願いしてもいいかにゃ。いいよ、行ってらっしゃい。そんなに尻尾ピーンと立てて、本当にショコラはカショウ様が大好きで仕方ないんだね。わお。ショコラはご主人様が大好きなのです。それではご主人様のお出迎え行ってきますにゃ。おかえりなさいませ兄様。今日は私が作ったカレーですよ。ぜひぜひご賞味あれ。しぐれちゃんにもう先を越されてる。しぐれはむしろ、しぐれの過小センサーはパネーからな。この間はお部屋で、兄様が私を呼んでいますって言ったら電話が鳴ったりしてたしね。そこまで行くとさすがにキモいわね。Ja, du hast einfach im Display gesehen, bevor ihr es gehört habt, ihr Idioten. 一言で言えば、兄様への愛です。あ、ご飯炊けたみたい。もうすぐ追い返されてくると思うし、ご飯の準備しよっか。そうね、そうしましょう。ああ兄様、そんな釣れない。晩ご飯ご一緒に。あわよくばお背中もお流しいたしますわ。いや、いや、lass uns gemeinsam essen und ich darf dir, ich möchte da dir danach bitte den Rücken waschen. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Okay. Wow. Schokora, mo isho ni ofuru haerimasu. Goshujin-sama wa Schokora no senaka aratte kudasai. Wow. Gogo 7-ji. Clean-up time. Ja, das kommt wieder beim nächsten Mal. Ich speichere es wieder unter noch krankerer Shit, Mann. Ja. Bis zum fucking nächsten Mal. Ich hoffe, dann werde ich fertig. Ich bin jetzt schon eine Stunde an der Scheiße, ey.